Ei, was sieben für die Geil da drüben sagt, das da ist der Tag. Kommt mal lieber rüber zu mir, kommt mir Seif und Oskar mal was hat. Halt so was kommt denn zum ersten Mal dran. Dreht können mal die Großart Kletenfürsten dran. Die Feinfürsten mit den verstellbaren Bürsten, da kennt ihr nicht bloß so mit Rumpfürsten, da kennt ihr auch wieder so mit Runderfürsten. Also wer will mal Fürsten? Einer da, wo bin Kasten. Was kommt denn nur mal dran? Jetzt kommt die hochfeine Parfümseife dran. Na du schwarzes Leder da hin, ihr könnt es auch nicht schaden, wenn du morgen zum Sonntag einmal reden gewaschen rumlebst. Die Seife ist so fein, wenn er euch da eh mal damit wascht, da stinkt er noch 14 Tage danach. Keiner da, wo bin Kasten. Jetzt kommen aber mal die großartigen Fressmaschinen dran. Ein halbes Dutzend silberner Fressmaschinen, das ist echtes Silber. Das haben wir aber innen mit Nein gemacht und mit Blech überzogen, dass es nicht rost. Wenn er da die Feiertage Besuch kriegt, die fressen gar nicht. Die gaffen bloß egal die Löffel an. Einer da? Na, da fresst er ihre Suppe mit dem Holzlatschen. Was kommt denn aber das letzte Mal dran? Jetzt kommen mal die vorfriesischen Unterhosen dran. Ist der Mann groß, passen die Hosen famos. Ist der Mann klein, geht der ganze Kerl nein. Na du, da kaufst, bitte tut ihre Kartoffeltack um deine Seele. Jetzt kommen mal die hochfeinen Hosenträger dran. Das ist Gummi. Nicht solcher Stund, wie die Ausschreier haben, die dreckige Blase. Na du, Emil, schlag du ihre Nagel ins Kreis und hängst deine Hosen dran. Ihr sollt mir nicht immer das Haarfenster voll spucken. Geht weg, ihr kleinen Rotzum. Lasst den Großen vor. Aber was kommt denn nur mal dran? Was kommt denn nur mal dran? Jetzt kommen mal die hochfeinen Wachstuch, die stecken dran. Ja, da staunst du, Gaul. Was die mir zu klein und du brummelst, aber doch. Das ist doch eine Wachstuch, die stecke, die wächst doch noch. Die lässt doch zu Hause auf dem Tisch. Habt ihr keinen Tisch, lässt sie auf die Kommode. Habt ihr keine Kommode, dann lässt sie ins Bett, dann rutscht sie das Leer aus und brecht sie die Nicke. Na, ihr kauft nicht, ihr maust nicht. Ihr stinkt überhaupt nach Geld, wie die Schweine nach Odekolonte. Seht ihr, ihr faulen Töpfe. Lust!